B2.2. Für die Punkte Fn auf der Strecke AC gilt AFn von x sind gleich x cm mit x Element R und von 0 bis x bis 10. Die Punkte Fn sind Eckpunkte von Rechtecken ADN EN Fn mit DN Element AB und EN Element BC. Zeichnen Sie das Rechteck AD1 E1 F1 für x gleich 4 in das Schrägbild zu B2.1 ein, berechnen Sie sodann die Länge der Strecke EN Fn in Abhängigkeit von x und ermitteln Sie rechnerisch den Wert für x, für den man das Quadrat AD0 E0 F0 erhält. Und ein Ergebnis ist auch noch angegeben. So, erster Schritt, was haben wir alles gegeben? Die Strecke AFn sind x Zentimeter und weiter, der Punkt Fn liegt auf der Strecke AC und zusätzlich haben wir noch die Punkte Dn auf AB und En auf BC. Das soll Rechtecke ergeben, die man dann einzeichnen soll, zusammen mit dem Punkt A. Als erste Aufgabe zeichnen Sie das Rechteck AD1 E1 F1 für x gleich 4 in das Schrägbild ein. Das Schrägbild habe ich hier unten. So, wo ist das x gleich 4 zu finden? Das haben wir hier oben gerade markiert. AFn sind ja x Zentimeter, also in dem Fall 4 cm. Von A aus 4 cm abgemessen. 1, 2, 3 landen wir an diesem Punkt. Also hier muss der Punkt Fn liegen. Oder in dem Fall F1 heißt er. Und jetzt sollen wir es zu einem Rechteck ergänzen. Nochmal zur Erinnerung, der Punkt D soll auf der Strecke AB liegen und der Punkt E soll auf der Strecke BC liegen. Also nehmen wir jetzt einfach unser Lineal. Da wir den Verzerrwinkel Omega mit 45 Grad kennen, können wir das mit Hilfe des Geodreiecks einfach so anlegen und eine Parallele zu AB ziehen. Dann kriegen wir hier also den Punkt E1 und zum Schluss noch eine Parallele zu AC ziehen, durch Punkt E hindurch. So, dann kriegen wir hier den Punkt D1. Dann haben wir unten das Rechteck vollständig. Achtung, es sieht jetzt halt optisch verzerrt aus, aber wir haben hier überall rechte Winkel drin. Ja, es liegt halt in der Grundfläche drin. Das ist jetzt der einzige schwierige Punkt. So, die Zeichnung wäre dann fertig. Jetzt heißt es noch, berechnen die Länge der Strecke EN, FN in Abhängigkeit von X, also funktionale Abhängigkeit. Das bedeutet automatisch, die Entfernung von A nach F dürfen jetzt nicht mehr mit den X gleich 4 machen. Das gilt ja nur für das erste Rechteck, sondern wir müssen uns hier ein X reindenken. Das ist ein X Zentimeter. Das ist wichtig für die Überlegung. So, wie gehen wir vor? Wir überlegen uns, in welchem Dreieck liegt die Strecke EF drin. Für die Überlegung nehmen wir einfach E1 und F1 her. Später müssen wir dann natürlich mit den funktional abhängigen Werten rechnen. Also E1, F1 liegt zum Beispiel im Dreieck ECF. Was kennen wir aus diesem Dreieck? Ja, im Prinzip fast nichts. Nur die Strecke CF kennen wir. Ja, die CFN ist im Prinzip nichts anderes als die Strecke CA minus die Strecke AFN. CA waren 10 cm und jetzt aufpassen, AFN sind x cm. Also ist die Strecke CFN gleich 10 minus x cm lang. Also die Strecke kennen wir. Was noch aus dem Dreieck? Eigentlich nicht zu wissen, es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Als wenn wir so eine weitere Strecke hätten, zum Beispiel CE1 oder ein Winkel, zum Beispiel ACB oder FCE, der da hinten, der da. Dann könnten wir zum Beispiel Sinus, Cosinus oder Tangens zum Beispiel irgendwas in der Richtung arbeiten. So, da die nicht bekannt ist, folgt die nächste Überlegung. Gibt es vielleicht eine Größe, die in einem anderen Dreieck drin liegt? Also in diesem Dreieck ECF drin liegt und zusätzlich noch in einem anderen Dreieck drin liegt, sodass wir die berechnen können. Und dann sehen wir diesen Winkel, den ich jetzt gerade eingezeichnet habe, der ACB, der liegt eben in diesem großen Dreieck ACB drin. Und zusätzlich im kleinen Dreieck FCE. Also können wir diesen grünen Winkel, diesen Winkel ACB, ohne Probleme berechnen. Ja, wir kennen von diesem großen Dreieck ABC die Strecke AC und wir kennen die Strecke AB. Wir wissen, es ist rechtwinklig, aus der Aufgabe 2.0, aus der Angabe steht es drin. Also können wir da auch mit Sinus, Cosinus und Tangens vielleicht arbeiten.
So, vielleicht, wer es auch sieht, andere Möglichkeit wäre, einen Vierstreckensatz anzuwenden, nämlich die Strecke EF liegt ja parallel zur Strecke BA, also haben wir da im Prinzip zwei Dreiecke drin, ja, wie gerade erwähnt, ABC und FEC, und ja, kann man einen Vierstreckensatz ansetzen. Ich benutze jetzt lieber die trigonometrischen Funktionen, weil die vielleicht leichter zu sehen sind. Also, viel geredet, jetzt wird gerechnet. Winkel. Wir wollen den Winkel ACB, den grünen da hinten. Okay, wir haben die Strecke AB mit 7 cm, wir haben die Strecke AC mit 10 cm. Wenn ich jetzt von diesem Winkel ausgehe, dann ist die Strecke AB die Gegenkathete und die Strecke AC die Ankathete. Und wir arbeiten mit Gegen- und Ankathete, das ist nichts anderes als der Tangens. Also Tangens vom Winkel ACB ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. AB geteilt durch AC. So, setzen wir ein und lösen auf. Kann man wieder mit dem Solver machen, wenn man die Größen hat, oder mit Tangens hoch minus 1 mit der Umkehrfunktion, dann folgt Winkel ACB ist gleich, jetzt habe ich ein bisschen schief geschrieben, Tangens hoch minus 1 von, und jetzt AB waren 7, AC waren 10, das lässt sich jetzt ganz normal im Taschenrechner eintippen und dann kommt raus ein Winkel von 34,99 Grad. So, jetzt das gleiche Spiel zurück. Ja, jetzt kenne ich den Winkel hier drin. Ich gehe wieder in mein Dreieck ECF, FCE heißt ja, FEC. Und ja, jetzt will ich die Strecke EF berechnen. Ich habe wieder meinen Winkel hier hinten drin, den grünen. Die gegenüberliegende Strecke möchte ich berechnen. Das ist die Gegenkathete. Und die Strecke CF, haben wir hier überlegt, ist 10 minus x, das ist die Ankathete. Also brauche ich nochmal einen Tangens, um das zu berechnen. Ja, schreibe ich dann drüber, was wir berechnen wollen. Nämlich die Strecke ENFN. Also Tangens vom Winkel ACB, den haben wir gerade berechnet, ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete war die ENFN und die Ankathete war die CFN heißt Basis. So, setzen wir die bekannten Größen mal zuerst ein. Tangens von Winkel 34,99 Grad ist gleich ENFN ist gesucht. Die lassen wir stehen. So, und CFN haben wir gerade gesagt, das waren die 10 minus x. So, wie löse ich jetzt das auf? Ich multipliziere hier unten mit dem Nenner, damit der verschwindet. Also mal 10 minus x. Und dann drehe ich jetzt die Gleichung noch um. Ich fange mit ENFN an. Ist gleich, wenn ich multipliziere, bleibt stehen 10 minus x in Klammern mal den Tangens von 34,99. So, das muss ich jetzt nur ausrechnen. 10 mal Tangens von 34,99 ist 7, also 7,0. Und minus x mal Tangens von 34,99, also Tangens 34,99 in Taschenrechner eingeben, ist gleich 0,7. Und das mal x sind 0,7x. So, vergleichen wir oben mit der Angabe. Ja, ist genau der Wert, der hier gegeben ist. Zwar sind die beiden Zahlen verkehrt rum, aber es macht ja nichts, da das Kommutativgesetz gilt. So, letzter Schritt noch. Berechnen Sie so dann die Länge der Strecke in Abhängigkeit von x, haben wir, und ermitteln Sie rechnerisch den Wert für x, für den man das Quadrat a d0 e0 f0 erhält. Also dieses Dreieck a d e f soll jetzt gleichzeitig ein Quadrat sein, und dann ist das der Fall, wenn alle Seiten gleich lang sind. AF wissen wir, das ist x Zentimeter lang, und EF wissen wir jetzt, diesen minus 0,7x plus 7 Zentimeter lang. Also setzt man es beides gleich. Für das Quadrat gilt also ganz einfach, x muss gleich groß sein wie, jetzt schreibe ich es oben, so wie oben steht, 0,7x plus 7. Ja, ich schreibe es hier nochmal drunter, das ist im Prinzip die Strecke AFN, die muss gleich lang sein wie die Strecke ENFN. Ja, also das steckt dahinter. So, löst mal auf, plus 0,7x, dann habe ich hier
1,7x ist gleich 7, muss ich noch geteilt durch 1,7 rechnen, also geteilt durch den Faktor, der vor x steht, und 7 geteilt durch 1,7 sind ca. 4,12. Also folgt daraus, für x gleich 4,12 erhalten wir ein Quadrat.